Gut, wenn Sie hier mal schon was erleben. So, hallo, grüß dich. Hallo. Unbeschäftigt scheinst du ja nicht zu sein. Nein, es geht ständig rund. Irgendwer ruft ständig an. Anfragen wegen was? Ja, wegen verschiedenen Sachen. Jemand braucht Räumlichkeiten, jemand hat eine Idee, jemand hat eine Geschäftsidee oder jemand hat irgendeine Idee, die einem Jesus aufs Herz gelegt hat und die wollen wir umsetzen. Schauen wir uns jetzt mal an. Ab morgen steht hier unser erster Automat, wo wir Eier verkaufen und viele bäuerliche Produkte. Da bin ich sozusagen einen Tag zu früh dran. Einen Tag zu früh, aber ab morgen gibt es hier Eier. Dafür habe ich einen Parkplatz jetzt. Super. Ja, Josef, ich bin schon ganz herzlich begrüßt worden, habe dich aber noch nicht vorgestellt. Josef Fertinger. Und am besten stellst du dich selbst kurz vor. Also mein Name ist Josef Fertinger, ich bin 52, bin seit 34 Jahren verheiratet mit der Monika, die wir vielleicht dann später auch treffen. Habe 5 angenommene Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder seit 25 Jahren und war bis vor 7 Jahren bei der Firma Dyson Director Commercial Business. Das heißt, ich war im Management dort und alle, die in ein WC gehen in Österreich und einen lauten Händetrockner hören, das habe ich verbrochen. Na gut, hier habe ich jetzt mal nur die Geräusche von der Kaffeemaschine gehört. Also hier ist sehr viel Herzlichkeit und Willkommenskultur offensichtlich vorhanden. Draußen steht Halleluja Familienzentrum, wobei alle groß geschrieben ist. Ja, das ist natürlich nicht zufällig. Also wir haben das groß geschrieben aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir alle ansprechen wollen und für alle da sein wollen. Alle, die uns daher auch aufs Herz legt. Und das Halleluja ist natürlich, weil es immer zur Ehre Gottes sein soll. Und dann natürlich das Halleluja, weil wir so einen engen Bezug zu Israel haben und zur hebräischen Sprache. Ich habe gesagt, ich will nicht zu hebräisch sein, aber ich will auch etwas darstellen. Und da war das Wort dann perfekt. Den Tipp habe ich aus einer lieben Schwester in Vorarlberg bekommen und das hat uns gleich beflügelt, gesagt, das ist es. Das kann man in der Welt gut verwenden, weil Halleluja ist ein Ausdruck, den wir auch so gerne verwenden, weil es einfach ein Freudenausdruck ist. Und das wollen wir einfach in der Welt verbreiten im Gottesauftrag. Ihr seid ja sehr strategisch positioniert, direkt an der B17 der Triester Bundesstraße. Offenbar Einladung an wen denn jetzt genau? Alle ist sehr allgemein. Nun ja, die Frage ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil wir selbst noch nicht wissen, was es am Ende sein wird. Ich kann nur davon berichten, was wir jetzt schon wissen. Und was wir jetzt schon wissen, und das ist das, was wir seit 7 Jahren verfolgen, ist, dass wir einen Buchhandel begonnen haben, nämlich um viele Christen kennenzulernen. Wir haben gemerkt, die Christen treffen sich in der Buchhandlung. Und da gibt es natürlich auch Kaffee. Und so haben wir angefangen zu netzwerken, schon vor 7 Jahren. Plötzlich waren wir eingeladen bei verschiedenen Organisationen, also wir dürfen immer wieder den Büchertisch bei der Ache, der christlichen Ärzte Österreichs machen. Wir wurden eingeladen zum Büchertisch in Villach, beim Frauenfrühstück und so weiter. Und das ist fortgegangen in vielen Bereichen. Wir sind bei den Kiesekids in Gmunden und plötzlich waren wir auch in verschiedenen katholischen Kirchen und evangelischen Kirchen. Und wir haben das dankbar angenommen und gemerkt, da lernen wir die Christen kennen, die wir eigentlich brauchen für das, wozu uns der Herr berufen hat. Und aus diesem Pool an Leuten, die wir da kennenlernen durften, hat sich eine Gruppe gebildet, die Menschen hilft. Und das war der Verein Team Courage, den wir da gegründet haben. Und dieser Verein ist dazu da, allerdings sehr im Untergrund, um Menschen zu helfen, die uns auffallen. Sogenannte Alltagshelden, wo wir sagen, wow, schau dir diese Mutter an, wie die kämpft und wie sie sich plagt und wie sie eigentlich mit dem letzten Zipfel nur mehr unterwegs ist. Und der greifen wir jetzt unter den Arm. Ja, und genau diese Alltagshelden und Heldinnen, die versuchen wir herauszufinden, manchmal im Gebet. Und bei uns wird natürlich niemand abgewiesen, darum dass alle, also jeder, der bei uns anklopft und was braucht, kriegt was. Bei uns gibt es immer Mittag zu essen. Bei uns kommen manchmal überraschend Gäste und wir sitzen da 15, 20 Leute. Das kann passieren, obwohl nichts geplant ist und keine Veranstaltung ist. Aber wir sind auch da, um dann zu schauen, da ist eine besondere Sache und da sollten wir uns besonders investieren. Und da hat uns Gott immer weitergeführt und vor 3 Monaten haben wir dann dieses Haus bekommen. Wir haben das gekauft, 2 Familien, die ihre Häuser verkauft haben, um das hier zu besorgen. Und der Verein und natürlich auch die Buchhandlung und noch viele weitere Dinge, die jetzt passieren werden, über die wir dann noch sprechen werden, die jetzt hier ihre Lokalität finden. Und was wir wissen ist, dass Gott gesagt hat, es wird eine Plattform sein für das, was er tun will. Das heißt, nicht alles läuft unter unserer Patronanz, sondern es läuft unter uns und wir hören, wie Gott uns führt und leitet. Und da baut Gott plötzlich Dinge und führt Leute zusammen, die habe ich vor Monaten nicht gekannt und inzwischen sind sie gute Freunde von mir und mir ganz nah ans Herz gewachsen. Ja. Gott hat uns gesagt, da bekommt ihr eine WhatsApp, eine SMS-Message. Wie ist das, wenn Gott zu euch redet?
Das ist ganz spannend, besonders wenn man in der Öffentlichkeitsarbeit ist, so wie wir natürlich da, ganz exponiert an der Bundesstraße 17, Neunkirchner Allee, aber und auch noch so extrovertiert ist wie ich, weil ich würde gerne immer raus und ich bin immer für Action. Und ich musste lernen, mich manchmal zurückzunehmen in dem Ganzen und wirklich genau zu hören, was Gott soll und nicht mich gleich treiben zu lassen von meiner Begeisterung. Und wir haben uns jetzt angewöhnt, das im Gebet richtig durchzukneten und dann zu schauen, wie Gott antwortet. Und Gott antwortet nicht nur durch Träume oder wie wir das oft in vielen charismatischen Kreisen kennen, dass diese prophetischen Dinge da hochkommen, das gibt es auch, so wurden wir berufen am Anfang, sondern das gibt es, dass die unglaublichsten Dinge passieren. Also ich sage zum Beispiel, wir haben vor kurzem eine Besprechung gehabt, wo wir einfach nur besprochen haben, es wäre doch cool, wenn wir ein Pool-Auto hätten für Leute, die kein Auto haben, aber schnell eins brauchen. Wir haben besonders auch wieder an alleinstehende Mütter gedacht und einen Ausflug zu machen am Wochenende irgendwo in der Umgebung oder vielleicht auch Besorgung zu machen. Und aus dem ganzen Gespräch, und ich sage das extra, es war ein Gespräch, kommt zwei Tage später eine Frau zu uns herein und erzählt mir von ihrer Vision, eine christliche Schule zu bilden. Ich sage, echt cool. Und ich sage, wie hat Gott dir das erzählt? Und wir beten für sie. Und sie war so ergriffen von dem Gebet, dass wir nach zwei Tagen einen Anruf kriegen und sagen, du, das Gebet war so unglaublich, das ich da erfahren habe. Und ich war so ermutigt. Und irgendwie ist mir da jetzt auch in den Sinn gekommen, wir wollten eigentlich unser Auto verkaufen, braucht sie ein Auto? Und zwei Tage später haben wir ein Auto gehabt. Also Gott spricht nicht nur mit uns, indem er uns sagt, besorgt euch ein Auto, sondern manchmal reden wir untereinander und wir lernen ganz neu, dass dieses Wort, wo zwei oder drei beieinander sind, nicht unmittelbar heißt, wir müssen das jetzt im Gebet herumtragen, sondern wir sind zusammen und Jesus ist mit uns und wir kooperieren. Und weil wir auch bereit sind, manchmal zurückzugehen, sag, hoppala, ich glaube, wir haben uns verrennt, wir müssen umdrehen oder manchmal sogar Buße tun, dann ehrt Gott das und schenkt einfach dazu aus freien Stücken. Surprise, surprise. Oh, das ist kein Krapfen. Was anderes. Also bei euch gibt es immer irgendwie Spenden, da wird was gebracht. Wie ist das da? Oh ja, das ist ein Kommen und ein Gehen bei uns. Also es war ein bisschen schwierig im Lockdown, das vernünftig zu managen, aber es war gut, es waren viele Helfer da. Und jetzt sowieso, jetzt dann geht es über, jetzt ist ja Freiheit im Moment und da dürfen wir das wirklich machen. Und die Leute kommen und bringen und gehen und essen und nehmen was mit und am Schluss müssen wir schauen, wie wir das übrig gebliebene verwalten. Es geht uns ein bisschen mit den Fischen und den Broten. Am Schluss ist mehr da, als wir am Anfang gehabt haben. Obwohl wir uns bemüht haben, gastfreundlich zu sein, waren die anderen noch besser wie wir. Wenn man hier vorbeikommt, das Erste, was man sieht, da steht Carrera dran. Mhm. Hatte ich der Michael Schumacher auch schon mal hier? Und was hat es mit Carrera auf sich? Ja, der Michael Schumacher war noch nicht bei uns. Aber als wir das Haus gekauft haben, das eine ehemalige Raststation ist, möglicherweise damals die bestgehendste, wurde hier ein Raum gestaltet. Und die letzten Besitzer, die das Haus die letzten 10 Jahre besessen haben, die waren wirklich Autofreaks und unter anderem auch Slotcar-Fans, und haben diese riesige 50 Meter große Carrera-Autobahn aufgestellt. Und auf dieser Autobahn, die wollten wir zuerst abmontieren und wollten den Buchhandel hier reinmachen. Und dann haben wir aber im Zuge einer Geburtstagsfeier meines Sohnes bemerkt, Moment, das ist nicht nur für Kinder, da reflektieren auch die Erwachsenenbuben daran. Und dann haben wir gesagt, das ist doch cool, um Gemeinschaft zu haben. Und haben sie stehen gelassen und aktivieren sie jetzt. Und es wird hier Kindergeburtstage geben, aber auch Firmenfeiern, wo man digital gesteuert mit Qualifying und Bestrundenzeit tolle Events gestalten kann. Fahren wir doch gleich mal eine Runde. Ja, und hier lernen wir auch einen der Hausbewohner kennen. Rudi, du hast dein Haus verkauft und bist hier eingezogen. Das ist ja ungewöhnlich. Es ist nicht ungewöhnlich, es ist Gottes Auftrag gewesen. Mit welchen Gedanken bist du hierher gekommen? Dem Gedanken, dass ich Gottes Wille mache. Gott hat mir gesagt, ich soll gemeinsam mit dem Pepe das Haus hier kaufen, soll hier einziehen und soll hier das tun, was wir in unserer Vision tun wollen. Okay. Ein anderer aktiver Mitarbeiter ist der Hannes. Du bist hier auch im Carrera-Fahren schon ganz gut geübt und außerdem im Lobpreis. Lobpreis ist meine Leidenschaft, das hat mir der Herr aufs Herz gelegt, schon vor langer Zeit.
Der Josef und der Rudi sind sehr, sehr gute Freunde, nicht nur christliche Freunde, sondern auch private, sehr gute Freunde. Das Projekt, was hier entsteht, liegt mir am Herzen. Ich habe das Glück, dass ich die Zeit habe, hier täglich zu helfen und zu arbeiten und schmücke das Ganze immer wieder ein bisschen Lobpreis aus und ich liebe die Gesellschaft mit anderen christlichen Menschen, egal ob Frau oder Mann. Es ist ein ganz ein tolles Haus hier und man spürt eigentlich die Gegenwart Gottes zu jeder Zeit, wenn man hier reinkommt. Es ist recht ungewöhnlich, so eine große Carrera-Bahn zu haben. Ja, um ehrlich zu sein, wir haben sie geerbt. Sie war in diesem Haus aufgebaut. Und zu Beginn wollten wir eigentlich sie gar nicht aktiv haben, sondern wollten diesen wunderbaren Raum nutzen für den Buchhandel. Und dann haben wir plötzlich im Zuge einer Geburtstagsfeier meines Sohnes mitbekommen, dass wir die hervorragend nutzen können, um Gemeinschaft zu haben. Also es waren einige Zwölfjährige hier, die haben mir ein Autorennen veranstaltet und plötzlich waren die Papas bei mir und haben gesagt, können wir auch einmal ohne die Burschen her? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, warum nicht? Wir lassen das offen und jetzt machen wir hier Geburtstagspartys und wir veranstalten hier auch Firmenfeiern und können die hervorragend nutzen. Es gibt ja hier oben auch diesen Bildschirm, das heißt, diese Bahn ist nicht nur sechsspurig und 50 Meter lang, sondern sie ist auch digital gesteuert. Das bedeutet, wir können Qualifying fahren, wir können Bestrundenzeiten abgeben, wir können eigentlich alles machen wie in einem Formel-1-Lauf und die Atmosphäre ist dann hervorragend, die wir da drinnen haben und es macht wahnsinnigen Spaß. Ja, soviel zur Carrera-Bahn, aber die Buchhandlung gibt es ja trotzdem. Oh ja, und zwar das erste Abstrakt, das wird noch erweitert, aber ich lade dich ein, gehen wir doch mal rüber und schauen Sie uns persönlich an. Also hier siehst du die Buchhandlung, die leitet eigentlich meine Frau, die Monika. Das ist die Monika. Die Monika leitet die Buchhandlung seit 7 Jahren und seit einem guten Jahr haben wir auch einen Webshop unter www.halleluja-medien.at. Wir blenden das da unten vielleicht ein, das wäre eine hervorragende Sache, denn auch durch einen Kauf in dieser Buchhandlung oder mit dem könnt ihr uns unterstützen und wir sind eigentlich auch ständig unterwegs auf diversen Events von Villach bis Salzburg bis Schladming und unterstützen jeden, der einen guten Buchladen dort haben will, persönlich vor Ort. Ja, ich habe vor einem Jahr ein neues Auto gekauft, Lockdown. Ich bin in keine christliche Buchhandlung bekommen. Habt ihr Ichthus-Aufkleber hier? Selbstverständlich. Wir haben natürlich hier Fischaufkleber, Ichthus-Aufkleber, Kreuze. Wir haben natürlich einen Berg an Geschenkartikeln, natürlich sehr viele Kinderartikeln. Alles, was das Herz begehrt. Und wir haben einen 24-Stunden-Lieferservice. Das heißt, alles, was man bei uns bis 12 Uhr bestellt, haben wir im Normalfall am nächsten Tag um 5 Uhr in der Früh im Haus. Und das ist hervorragend. Und damit sind wir schneller wie die schnellsten Online-Sender. Ah, der ist schön, der passt auch zu meiner Autofarbe. Also an mangelnder Auswahl braucht man sich nicht zu beschweren. Diese Fläche wird noch ausgebaut, das ist das ehemalige Espresso. Also hier war das Kaffeehaus der Raststätte auf der Bundesstraße 17. Jeder, der noch Biron und Knapp kennt, kennt die Lieder von Camping. Und dann fuhr man hier über den Semmering drüber und die Wiener haben hier Raststation gemacht. Und ich kenne jetzt noch ein paar alte, ältere Personen, die uns jetzt helfen, die sagen, ich war hier als junger Bursch und als wir vom Semmering, vom Skifahren zurück waren, haben wir hier unser Gulasch gegessen. Und das war dieses Espresso und da sieht man noch die alte Schank, die wir jetzt in Kürze abbauen. Und da hinten wird unser Büro entstehen und dann haben wir ein 150 Quadratmeter Büchergeschäft. Also was ich gerade gelernt habe, diese Pläne hier, die kommen nicht von irgendwo her, sondern die kommen von der Erika. Erika? Nein, nicht so ganz, so ist es nicht. Die Pläne werden gezeichnet. Ich bin nur der Mittelsmann oder die Mittelsfrau zwischen dem, was hier gebraucht wird und dem, was eingereicht werden soll. Das sind die Einreichpläne für den Umbau. Die liegen jetzt gerade beim Architekten, der begutachtet es und überprüft es. Und das wird dann im September eingereicht. Ja,
Also hier sind wir jetzt im Living Room, das ist einer unserer Prunkräume in einigen Wochen. Wir haben schon begonnen umzubauen. Auf dieser Seite siehst du schon unseren großen Screen, den wir für Zooms verwenden, aber auch für Kinovorstellungen. Die Fenster werden jetzt im September neu eingebaut, ein neuer Boden kommt rein und wer gut in Visionen ist und sich schon vorstellen kann, es wird ein roter Teppich werden, es wird wie eine Hotellobby werden, hier werden gemütliche Stühle sein und hier kann sich jeder treffen, der Rast macht auf der B17 oder auch unsere Kunden vom Buchladen, kann einen Kaffee trinken, kann einen Kuchen essen auf freie Spende und kann einfach hier diesen Raum genießen. Aber natürlich kann dieser Raum auch gemietet werden für Veranstaltungen und Vorträge und wir freuen uns schon riesig, wenn wir diesen Raum ins Leben rufen können. Ja, es gibt hier viele Pläne. Wie ihr seht, sind wir hier in einer hochbefahrenen Straße und wir haben uns gedacht, das müssen wir nutzen. Und dann kamen noch einige interessante Inputs dazu, die uns der Vater gegeben hat. Und so werden wir in Kürze, das heißt in den nächsten Tagen, hier vorne einen Lebensmittelhandel starten. Und zwar werden wir kooperieren mit den Bauern der buckligen Welt und die werden uns Eier, Nudeln, Fleisch, Würste und alles andere, was sie noch produzieren und anbauen, bei uns verkaufen. Also ich bin ja ein Fan davon, aus Mist Dünger zu machen. Und so haben wir den Nachteil, an der Bundesstraße 17 jetzt zu wohnen, einen großen Vorteil gesucht. Und Gott hat uns auch gleich ganz super geführt. Und so werden wir diese Woche noch einen Lebensmittelmarkt hier draußen eröffnen, wo wir bei Automaten Produkte von den umliegenden Bauern, besonders aus der buckligen Welt, anbieten werden und haben dadurch sehr guten Kontakt zu Lebensmitteln, sehr zum Vorteil für unseren Verein, aber natürlich auch den Bezug nach außen und die tausenden Autos, die hier täglich zwischen Neustadt und Neunkirchen verkehren, gehören dann zu unseren Kunden. Wir haben den Vorteil, hier schon alles sehen zu dürfen. Andere, die das gerne mal anschauen möchten, gibt es eine Möglichkeit, euch mal zu besuchen? Oh, jederzeit. Vor allem möchte ich einladen zu unserem Event vom 27. bis 29. August. Da werden wir ein First Opening haben und ich werde Führungen jeden Tag hier veranstalten. Und da werde ich durchs ganze Haus gehen, auch die Vision erklären und das, was wir hier noch vorhaben und was wir noch ausbauen werden. Oh ja, also hier kommt dieser Lebensmittelhandel her und ihr seht, das ist jetzt zwar kein Lebensmittel, das wir verkaufen, aber so passiert es uns. Leute kommen vorbei, versorgen uns, bringen uns Dinge und wir können es weitergeben an die anderen, die es nötig haben oder an die, die uns hier helfen und können es verkochen. Also das läuft eigentlich, ohne dass wir es planen, es passiert uns im Moment. Also wir sind hier in einem Haus, das wahrscheinlich so um 1905 gebaut wurde. Es gibt angeblich auch ein Foto vom Dr. Renner, wie er oben im Gasthaus sitzt und eine Pfeife raucht. Das muss ich mir noch besorgen. Und hier sind wir jetzt in unserer Kraftzentrale. Also hier sind unsere 250 kW Pelletsöfen. Wir sind hier sehr modern ausgestattet. Wir haben hier 5000 Liter Pufferspeicher. Und hier sieht man die Anzeige unserer Solaranlage auf dem Dach oben mit 40 Quadratmeter, die uns jetzt im Sommer mit Wärme, Warmwasser und auch mit Wärme, wenn notfalls, versorgt. Hinten sehen wir jetzt dann den Speicher unseres Brunnens, der 38 Meter in die Tiefe reicht und der an einen Unterwassersee angrenzt. Wir sind hier seit 70 Jahren eine Messstelle des Försters im Föhrenwald und er misst hier jede Woche montags den Wasserstand und wir haben immer 4 Meter, ganz egal, ob wir gerade das Pool füllen oder ob wir was anderes machen. Das sind die Vorzüge dieses Hauses. Das ist die alte Ölheizanlage. Ja, die ist noch bis vor 10 Jahren gelaufen und hat dieses Haus beheizt. Also das ist ein Relikt, das wir hier innen noch haben und irgendwie sind wir stolz drauf. Und ich freue mich besonders, denn ich bin ja gelernter Werkzeugmacher und diese Hähne kommen genau aus der Firma, in der ich vor 30, 40 Jahren meinen Lehrberuf erlernt habe. Von der Firma Klinger in Kumpelskirchen. Hier sind wir vor einem Jahr eingezogen mit unserem Vereinsgerümpel, denn es war der Raum, der uns zur Verfügung gestellt wurde, noch bevor wir das Haus gekauft haben. Aber jetzt ist geplant, dass wir aus diesem ehemaligen Proberaum einer Musikband ein Tonstudio machen. Ja, und da freuen wir uns ganz besonders drauf, denn wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir Kinder mit dem Evangelium erreichen, Kinder vor allem auch im Glauben stärken, angesichts jetzt der Tatsache im vergangenen Jahr, wo doch so viele Kinder zu Hause haben bleiben müssen und wo auch Kirchen und Gemeinden vieles an Angeboten haben fallen lassen müssen, um Kinder zu erreichen. Und aus diesem Grund wollen wir ein christliches Kinderradio starten mit
toller Musik, mit Geschichten. Das Ganze wird starten als Webradio und dann mit einer App am Smartphone. Und hier in diesen Räumlichkeiten, da wird dann das Radiostudio dann eingerichtet. Und wir sind richtig dankbar, dass es so richtig cool schon nach Studio hier aussieht. Wir sind jetzt so weit, dass das Radio noch keinen Namen hat und da haben wir uns von Anfang an gedacht, wir wollen die Kinder mit einbinden. Es wird so sein, dass in diesem Radio ein Hamster immer wieder zu hören sein wird. Und dieser Hamster, der hat auch noch keinen Namen und das Radio soll nach diesem Hamster benannt werden. Und von daher haben wir eine Aktion eingerichtet auf unserer Team Courage Webseite. Die blenden wir hier mal ganz kurz ein. Dort kann man den Hamster hören und dort können die Kinder abstimmen, wie der Hamster und dann auch somit dann das Radio heißen soll. Also bitte lasst eure Kinder das hören, lasst eure Kinder abstimmen. Und sobald dann der Name festgelegt ist, können wir dann die offizielle Webseite für das Radio einrichten. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich habe ja einiges geerbt, unter anderem eine Disco. Oh ja, das ist eine Disco aus den 70er Jahren, die wir natürlich auch verwenden wollen. Erstens verwenden wir sie für die Kinderpartys, aber dann natürlich auch für nette Eheabende. Und wir haben da ein paar Visionen wie ein wunderbares Candlelight-Dinner mit einem Tanzabend oder vielleicht in der Ecke eine kleine Privatvorstellung. Ich habe schon mit Otte und Lee gesprochen und anderen Künstlern. Und sie haben, hey, das ist eine gute Idee, lass uns darüber reden. Und wir freuen uns, wenn wir so wie eine kleine Kleinkunstbühne hier lancieren. Wir haben aber auch schon Bibelrunden gemacht und im Sommer, wenn es draußen extrem heiß ist, ist es natürlich hier wunderbar kühl und das genießen wir sehr. Hier hinten kommt noch ein Billardtisch, ein Billardraum und wir werden auch etwas für die Jugend hier anbieten, nämlich auch einen Treffpunkt, wo sie sich treffen können, wo sie Austausch haben können, aber vor allem auch für unsere Vision, die wir ab Oktober starten. Wir werden hier einen Raum anbieten, begleitet von einer Diplom-Sozialarbeiterin, wo begleitete Besuchstermine stattfinden können von Minderjährigen und da ist es natürlich eine außergewöhnliche Sache, dass man hier Billard spielen kann, dass es hier eine Autobahn gibt, dass es hier eine Disco gibt, dass es hier draußen ein Trampolin gibt, einen Garten, eine Möglichkeit, weit in den Wald zu spazieren. Alles, um diese ganzen sehr spannungsgeladenen Treffen einfach so gut wie möglich zu gestalten. Und gerade wir als Pflegeeltern haben das selbst erlebt, dass diese wohlgemeinten Treffen mit den leiblichen Eltern manchmal ein Desaster waren, weil die Räumlichkeiten einfach durch Kostengründe so minimiert wurden. Und wir wollen da etwas anbieten, im Zuge dessen, was wir haben, das den Rahmen des bisherigen sprengt. Und wir sind schon gespannt, wie das dann angenommen wird.